Zeig mir, wie du baust und ich sag dir, wer du bist. Unter diesem Motto machen es sich 2 bis 4 Spieler bei King Domino zur Aufgabe, das prestigeträchtigste aller Königreiche zu erbauen. Basierend auf dem bekannten und beliebten Domino-Prinzip werden sie dabei Plättchen mit 1 bis 2 Landschaften an ihrer Heimatburg anlegen, über 12 Runden. Das heißt, am Ende entsteht ein 5x5 Feld aus Landschaften. Diese sind allerdings erst von Wert, wenn auch Bewohner in diesen Landschaften vorhanden sind, angezeigt durch die Kronen auf dem Plättchen. Das Besondere an King Domino ist neben den detailverliebten Illustrationen vor allen Dingen der Auswahlmechanismus für die Plättchen. Jede Runde müssen die Spieler entscheiden, ob sie lieber ein weniger wertvolles Plättchen nehmen, aber dafür in der nächsten Runde als erster die Auswahl aus dem neuen Angebot haben, oder ob sie ein sehr wertvolles Plättchen nehmen, hier zum Beispiel mit den 3 Kronen, dafür aber in der nächsten Runde das nehmen müssen, was die anderen Spieler für sie übrig lassen. Mit eingefügten Varianten und mit einer sehr gelungenen Mischung aus Strategie und Glück spielt sich dieses leicht zu erlernende Familienspiel immer wieder neu. Wer baut das wertvollste aller Königreiche und wird der König aller Könige? Das zeigt sich in King Domino. Setup, mehr Leute. Ich habe mir ein paar Leute vom JUKA geholt, dem Förderverein für Jugendkultur und Jugendarbeit, die zufällig auch meine Freunde sind, mit denen wir jetzt eine Runde spielen werden. Und zwar zuerst King Domino, hier drüben ist der Benny, das ist die Julia und der Esra. Genau, hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Zeit hattet, vorbeizukommen. Hallo. 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 Ihr wisst, wie King Domino funktioniert? Ja, gerade gesehen. Ja. Sehr gut. Geht so. Naja, bei Fragen können wir ja immer noch zwischendurch darüber reden. Das ist ja anders wie bei Magic Maze. Hier dürfen wir ja miteinander reden. Wer möchte welche Farbe spielen? Cool. Ich möchte blau. Gelb. Okay, dann bin ich pink. Nicht traurig. Blau brauchst du. Dankeschön. Ja. Zum Schutz aber nichts rückt. Schon drauf, Kirk. Danke. So. Wollen wir erstmal hier die Karten natürlich noch rausziehen. Und 4 links und 4 rechts auf jeden Fall. Fehlen aber noch welche, oder? Einen noch. Ein einziger noch. Das steht schon mal oben, oder? Ja, sehr gut. Ich leg den mal hier rüber zu dir, Benny. Genau, soll ich mich drum kümmern? Ja, das wäre super, wenn du das übernimmst. Kein Problem. Dann brauche ich nicht darauf konzentrieren. Achso, hier einmal sein Männchen in die Mitte. So, einmal ganz zufällig. Sehr gut. Oh, ich habe gute Karten. Das ist der größte Zufall, den ich gerade erwirken konnte. Ja. Schön. Damit fängt der Benny an. Kannst du deinen Turm andersrum anstellen? Natürlich. Viel schöner so. Okay. Okay, der Benny fängt an mit Gelb. Genau, du darfst jetzt ein nächstes Plättchen aus. Du gehst auf den Wald. Ja. Ich glaube, ich möchte den größten Wald mal haben. Ach, verdammt. Naja. Ja. Ich habe da nicht viel Auswahl. Sehr gut. Hey, ergibt sich schon eine gewisse Konstellation. Ich versuch's diesmal ein bisschen mit dem Gold. Wir haben ja eben noch eine Proberunde gespielt. Da bin ich auf Wald gegangen, aber das war nicht so praktisch für mich. Die habe ich übrigens gewonnen, die Proberunde. Um das auch nochmal hier gesagt zu haben. Ich hatte das größte Feld allerdings. Aber jetzt gehe ich, wie gesagt, auf den Wald. Ja, du hast ja meine Taktik mit dem Wald abgeschaut. Na dann, was nehme ich denn mal? Was habe ich denn hier? Echt? Achso. Ich nehme das. Ich gehe mal in dem geilen Wasser hier auf jeden Fall. Dieses Wasser hätte ich mir vorhin nehmen sollen. Nice mit dem, sag ich mal. Sagst du mal? Sag ich mal so. So. Ups, ich habe meinen Burg eingerissen aus Versehen. Ist natürlich nicht der Sinn von diesem Spiel. Oh, das passt mir ganz gut. Mir so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ja, dann. Ich bin auch ganz zufrieden, glaube ich. Probiere ich das doch einfach mal mit. Ah, cool, kritisch. Dem hier. Oh, sorry. Das ist immer ein Gehen. Ja, Wasser. Immer ein Wasser entlang? Ja, nach Wasser gebraucht bei mir. Ja, so kenne ich dich. Wo kommt das her? Was ist das? Benni, nur weil du den Wald sammelst, heißt also nicht, ich ziehe zwar hier raus, aber ich gucke nicht auf die Plättchen drauf vorher. Okay, dann machen wir jetzt mal hier Fettwald rein, mein Wassergebiet. Okay, was jetzt wollt ihr, jetzt spielt ihr alle gegen mich, ja. Ich hab's mir gedacht. Ich nehme mal. Ja. Natürlich spielen wir jetzt alle gegen dich. Den musst du auch mal nehmen, Julian. Achso, ja, stimmt, ja. Dankeschön.
Das macht ja, ich würde das trotzdem sehen. Mal so. Super. Das wird ja, das sieht ja nach einem richtig tollen Spiel für mich aus, diese Runde. Wie viele Punkte kriegst du für das Wasser aktuell? Ah, keine. Ah, okay. Also ich wollte nochmal nachfragen. Wie viel kriegst du hier für deinen Wald? Ah, ich brauche auch noch voll viel. Ja, okay. Oh. Nee. Fast. Ah, so. Ja. Und viele Ruhe dabei. Oh, da geht einiges punktemäßig. Oh, ich darf mal als erstes aussuchen. Oh, super. Ja. Ich bring mal gar nicht das Zeug, was dabei ist. Ja, ja, ich bin auch ein bisschen am Hadern gerade, ne? Ja, für mich ist es ganz gut. Qual der Wahl am Anfang. Ja, aber es ist halt alles unsinnig für meine Spielweise. Ich baue einfach, ich mache was komplett Neues. Genau. Einfach mal was Neues machen. Dem hier. Gut. Ja, ich schließe mich dem an und nehme mal hier. Oh, das. Den wollte ich haben. Entschuldigung. So. Toll, ich muss wieder nehmen, was übrig bleibt. Ja, dann nehme ich. Das, eigentlich müsste ich der Julia den hier wegnehmen, weil die sonst einfach unverschämt viele Punkte kriegen würde. Oh, ja, das stimmt. Das war, oh. Oh, jetzt wird hier schon gegeneinander gespielt. Ja, ja, knallhart. Knallhart. Das Problem ist halt wirklich, das wären super viele Punkte. Naja, jetzt verschenke ich hier mein gelbes. Gutes Teamwork auf jeden Fall. Dass du dich dafür uns alle opferst. Ja, ich opfer mich für alle. Oh. Das ist wie immer. Ich kann mich nicht entscheiden. Und jetzt kann ich dann die Krönchen nicht nehmen. Jetzt muss ich gucken, was übrig ist. Achso, ich bin ja diesmal mal Erste, weil. Ja. Ne? Du darfst sogar noch ein Feld aussuchen, auf das du dich stellst gleich. Ein Feld aussuchen, auf das ich stelle. Ja, 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 ja. Ja, 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 durchaus. Dir alles bekannt. Ich nehme mal hier hinten so. Das habe ich ja mir fast gedacht. Ich mir auch. Ich weiß noch nicht, ob es mir so viel bringt, aber ich nehme es. Es gibt immerhin 3 Punkte, allein dadurch, dass es alleine liegt. Achso, ich bin dran. Oh, Entschuldigung. Ach, verdammt. Ich kann das nicht zufällig hier hinlegen, oder? Nein, du kannst es nicht einfach da hinlegen. Das würde da ganz gut reinpassen, hätte ich gesagt. Ja, da hat er nicht ganz auf. Das ist der Sinn von Domino. Dann hast du Julia, jetzt in das Wasser mit der Krone, also. Ja, auf jeden Fall. Also. Nachdem ich mir hier schon so viel Müll reingebaut habe, es ist. Eigentlich ist es wirklich traurig mit anzuschauen, was ich hier mache. Das ist echt mies. Das funktioniert. Ich bin unglücklich. Mein Plan geht hier auch nicht wirklich auf. Ich bin halt nicht jeder Glück haben, ne? Nee, ich bin. Das will ich auch nicht machen. Ja, okay. Ich leg das jetzt da oben hin. Ich glaube, du musst ein bisschen weiter nach unten ziehen. Ja, ich. Sonst wird das räumlich eng. Kein Problem. Ich weiß ja noch nicht genau, wo die Reise bei mir hingehen soll. Also bei mir geht die Reise jetzt tatsächlich einmal hier auf die Krönchen. Ich denke, ich werde es wieder nicht schaffen, mein Land in der Mitte, also mein Königreich in der Mitte zu haben. Also meine Burg in der Mitte meines Königreichs zu haben. So. Also bei mir ist es auf jeden Fall sehr grün. Ich habe Wald und Felder. Der kommt ja dort hin. Die Julia, die setzt voll aufs Gras. Ich meine, das Weidegras. Heu. Das ist ja schon wieder nur Müll hier. Oh, ich gebe einfach auf. Ich glaube, ich verliere halt einfach. Hart. Ja gut, aber ich muss wieder nehmen, was übrig bleibt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das geht gerade noch so. Wow, jetzt ist mir eins runtergefallen. Ja, da kriegst du ja immer die Julia kann das wahrscheinlich nicht einbauen. Ich kann. Achso, ich bin ja als verbaut. Erstes, genau. Dann nehme ich mal das hier und mach das. Du musst noch setzen. Julia, du brauchst aber langsam Krönchen mal da hinten, ne? Ja, das weiß ich auch. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Okay. So, und nun nehme ich mir was für mein. Das da sieht gut aus. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Ja, immerhin. Achso, ich bin dran. Ja, dann nehme ich doch mal das Wasser hier. Hm. Aha. Ist das jetzt überraschend für euch? Hab ich's verkackt? Nur so eine kurze Frage. Nö, alles gut. Aber das macht doch immer Sinn, dann kann ich doch hier das Wasser anlegen. Ja, ich hab ja, ehrlich gesagt nicht geschaut, was du brauchst. Aber ich hab gedacht, mir bleibt das Wasser übrig. Aber ich glaube, das geht weiter. Da kriegt er sogar Punkte noch für. Alter. Das ist ein Unding mit dir, Benny. Oh, das ist auch echt gut mit den beiden Gold. Ja, Bennys Taktik ist auf jeden Fall, also das habe ich letztes Mal schon beobachtet, du legst die alle hier an der Seite mal so gerade hin. Ich möchte halt die Sonderpunkte einsacken. Ich denke immer an die Sonderpunkte. Das ist mir auch wichtig. Also ich habe mich da an kein Muster gehalten. Ich schaffe das eh nicht mehr mit aber den Sonderpunkten. Aber in der Mitte schaffst du noch mal einen Teil aus. 35. Wenigstens bin ich als Zweites dran. Und diesmal habe ich wieder den Rest. Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ja. Aber ich glaube, ich muss leider auf dem Bergwerk hier bleiben. Das ist, sorry, es tut mir leid. Ja, wer einmal bei Gold ist, ne?
Ich, Ach, boah, hast du nicht schon erzählt? 2, 3, 4. Ich kann noch nicht mal fertig. Ach, verdammt. Ich bin einfach nur traurig. Wobei, ich mach das. Ich entscheide mich für dieses Feld. Ach ja, Julian. Ernsthaft? War das das Einzige, was du haben wolltest? Ich wusste noch zu genau, was das Einzige ist, was ich haben wollte. Das war in der näheren Auswahl. Verstehe. Ja, wir spielen ja nicht mehr lange. 1, 2, 2 Runden. Nee, das Säckchen ist auch schon sehr leer. Ja, ich werde wieder irgendwas nicht anlegen können. Sehr gut. Jetzt kommen wieder so niedrige. Ja, super. Das komplette Dürreland. Oh. Ich nehme tatsächlich das, was mir noch Punkte bringen kann, und zwar dieses hier. Ist das nicht Lehm auch? Das ist was anderes. Doch, das ist auch dieses Lehm. Das ist eher so Steppe oder sowas. Wüste? Ja gut, aber wenn man da ein Krönchen drauf hat, bringt das trotzdem was. Wo habe ich, welchen habe ich gewählt? Den da. Ja, dann mache ich das so. Ich kann es nur so anlegen. Oder so, aber ja. Das wäre dumm. Es wäre nicht so schlau, sich das direkt abzusperren. Allerdings ist die Frage, ob das so auch sehr schlau ist. Nichts aber ist schlau. Ich sag nichts. Wer ist denn Rosa? Und warum steht der da? Hi! Machst du eigentlich Wasser haben, Julia? Ich hab ja noch. Ich hab hier unten eine Flasche stehen, dankeschön. Und entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt immer diesen einen Punkt am Spiel, wo der Esra einfach sich nicht entscheiden kann. Und ab da an überlegt er bei jedem Zug Jahre, Jahrhunderte. Nun, ich bin unglücklich. Was soll ich denn sagen? Ich werde noch nicht mal fertig mit meiner Welt. Again. Ja, wie letzte Woche. Ach Julia, musste das sein? Vor allem, du kannst jetzt das hier zwei Stück nicht anbauen. Nee, aber das ist ja immer so. Boah. Nein, dass du ein Loch hast, also dass du, weil die sind ja auseinander. Oder nicht? Mathematik. Ja, unverständlich. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Hallo, hier fehlt Nachschub. Ja, ich kümmere mich drum. Während der Benni da. Ich habe noch überlegt, tut mir leid. Wie viel der Punkte der da schon das gemacht? Das ist ein Unding. Das sind 15 Punkte einfach. Ja, okay, aber sonst bringt die mal nichts Punkte. Ja. Der Wald, der Busy, ja. Busy, was heißt mir Busy? Komm, hier, das bisschen Walter. Jawohl, ja. Er hat immer noch mehr Punkte als ich, deswegen. Da kommen die geilen Fälle und ich bin natürlich der Letzte, der irgendwas aussucht. Ja, der Benni darf anfangen. Ja, dann nehme ich doch natürlich. Ich. Ja, natürlich ist da jetzt erstmal gar nichts. Das kann ich ja annehmen. Oh, Gott sei Dank. Ist das so? Ah, ich bin dran. Julia, du darfst das Teil noch anbauen. Oh Gott, ja, ich war so froh, dass ich noch ein Krönchenfeld bekommen habe für meine ganze Wiese, dass ich vor lauter Schreck das einfach vergessen habe. Nee, warte mal, das nehme ich nicht. Ganz klar. Also doch, weil dann nehme ich zum Esra weg. Du hast schon auch viele Punkte. Ja, hallo, wenn ich da jetzt noch mein Krönchenfeld für meine zusammenhängende Wiese habe, dann. Aber das war jetzt wirklich auf den letzten Drücker, ne? Ja. Oh Mann! Ja, ich hab dir. Das andere. Alter! Leg das doch da unten hin! Ja, aber dann krieg ich das nirgends mehr hin. Da? Ja, man sollte halt ein bisschen vorausdenken, ja, doch, ne? Das ja. Geht, aber das ich nehme einfach mal. Ja, bitteschön. Ja, ich kann meins auf jeden Fall nicht anbauen. Und ich habe mein zum Glück noch ein letztes Kohlenchenfeld für meine Wiese. Okay, dann lass uns schnell zusammenrechnen. 5, 6, 7 mal 3 sind 28. Also ich nehme jetzt immer die Krone mal die Anzahl der Felder, ne? Genau. Okay. Aber nur angrenzen, also du dürftest jetzt nicht das hier noch ja, bei dir. Ja, klar, genau. Also, das, also hier einmal zwei. Punkte. Aber jetzt kann ich nicht mehr rechnen. Mit Bonuspunkten. 47. Kannst du nicht rechnen, wenn du mit Bonus oder ohne Bonus redest. Hast du auch schon mit Bonus? 47 mit Bonuspunkten. 49 mit Bonuspunkten. Ich habe auf jeden Fall weniger ohne Bonuspunkte. Das kannst du auf die Julia drauf anfangen. 8 und 6, 14. Hier habe ich 3x2 sind so nochmal 6, sind 20. Und 2, 22, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal 2 sind 16. Sind 38 plus 15 sind 48, sind 53. Und da fehlen noch die Sonderpunkte, oder? Nee, mit Sonderpunkten. Ach, mit der Sonderpunkte. Ja, ich habe 36 ohne. Damit habe ich Julia gewonnen. Das ist
Die andere Julia hat gewonnen. Ich finde aber, dass der Name Julia gewonnen hat, ist schon mal erstmal okay. Aber in dem Fall eine Julia gewinnt immer. Genau, eine Julia gewinnt immer. Und Gewinnchance. Das geht auch für das nächste Spiel, weil das nächste Spiel ist kooperativ. Oh. Wir spielen zusammen, entweder gewinnen oder verlieren wir zusammen. Die Ronja hat uns da auch wieder heute Morgen was Kleines vorbereitet und wird euch jetzt erklären, was es eigentlich mit Magic Maze auf sich hat. Mein König läuft durch. Pegasus Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de